Ich habe euch ja gesagt, wir sind hier in der super Altersee in Bayern. Ne, wir haben jetzt immer noch diesen Finde ein Wiesenklee und mache ein Foto. Das müssen wir noch machen, glaube ich. Und damit willkommen zurück bei Treasure Hunter Simulator, dem Simulator mit der Unreal 4 Grafik. Nicht wirklich. Das ist was, muss ich echt bemängeln. Das kotzt mich an. Diese Grafik ist einfach nicht gut. Schade, warten wir auf die andere Maps. Soll er noch mehr geben? Und den legendären Gegenstand? Haben wir auch noch nicht gefunden. Aber hier hinten kann ich ein Foto machen. Schatzi, mach mir ein Foto. Mach mir ein Foto von dir. Schatzi, mach mir ein Foto. So, ich glaube aber von... Habe ich nicht hier schon ein Foto gemacht? Nein, hab's abgeschlossen. Schön. Kann ich wieder irgendwas suchen? Das nehmen wir doch gleich mit. Also ich schätze, als nächster Simulator von denen kommt Botaniker. Das kotzt mich an hier, kein Graben von hier aus. Warum? Was? Komm. Hier. Hier können wir wenigstens graben, Gott sei Dank, ey. So. Schauen wir mal. Sieht aus wie ein Nagel. Ja, ein kurzer Nagel. Alles klar. Gut, ich werde mal hier auf die andere Seite rübergehen. Okay, hier gibt es irgendwie noch 1000 Sachen. Lalala, nehmen wir die auch schnell mit. Ich hoffe, da kommen echt noch mehr Aufgaben. Ah, der ist gar nicht so. Hier ist er. Geht er weg. Gar nicht so leicht zu finden hier. Vielleicht muss man ja auch dann... kann man bestimmte Sachen... zum Beispiel gar nicht finden. Bin ich denn jetzt hier? Ach so, ich bin hier schon einmal außen rumgelaufen. Ja. Was will ich jetzt hier noch? Dann? Ich gehe einfach mal ins Büro zurück. Vielleicht können wir in der Zeit irgendwo anders hin. Schauen wir mal. Also ich hoffe, jetzt haben wir hier noch die Ladezeit. Ich muss hier noch meinen Tee zurechtstellen. Na, also dieses Ambiente hier, ich finde es ja mega. Also das Ambiente hier gefällt mir. So. Tatsächlich. Ach nee, ich bin in Bayern doch nicht fertig. Okay. Aufträge haben wir hier. Erst einmal danke für den Auftrag aus der letzten Mail. Wir haben eine positive Antwort auf unsere Anfrage nach einer Genehmigung erhalten. Nun soll das Institut die Zahl der archäologischen Funde von Alatze erhöhen. Wir wären Ihnen sehr dankbar für alle Objekte mit historischem Wert, die Sie uns zuschicken. Ja, können wir doch machen. Hier haben wir eine Sammlung. Die können wir verkaufen. Das Unbezahlbare verkaufe ich nicht. Wie viel Geld habe ich denn jetzt hier? Untiefe. Was ist denn Untiefe? Weiß jemand, was Untiefe heißt? Alles klar. Eisernes Musketengeschoss. Ich vertrete eine kleine Gruppe von Investoren, Naturaktivisten, die an ihrer Tätigkeit interessiert sind. Wir sind gerade dabei, Auftragnehmer zu rekrutieren und sind der Meinung, dass sie perfekt in diese Rolle passen würden. Geben Sie uns bitte Bescheid, ob Sie interessieren. Finde ein Musketengeschoss aus Blei, guter Zustand, auf dem Schlachtfeld von Gettysburg. Das heißt, das ist jetzt wieder drüben. Auf der anderen Seite. Genau, das ist auch in Gettysburg. Da müssen wir Fotos machen bei dem. Und es scheint anscheinend so, als müssen wir auf der Karte nach... Ja, Gettysburg, Pennsylvania.
Die Schlacht bei Gettysburg ist eine der bekanntesten Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs, die in den ersten Tagen im Juli 1863 stattgefunden hat. Die Schlacht ist dafür bekannt, dass sie die meisten Opfer während des Krieges gefordert hat. Das Schlachtfeld ist heute ein Schutzgebiet, auf dem sich der Gettysburg National Military Park befindet. Du wirst zum Lincoln Address Memorial reisen, um dort nach Überbleibseln des Bürgerkriegs zu suchen. Bis hier vorhin die Übersetzung so und jetzt Überbleibsel. Eine alte Springfield-Muskete würde in deiner Sammlung schick aussehen. Da reisen wir jetzt hin und die Reisekosten sind $150. Von Bayern nach Amerika. $150. Na, hier war das Tutorial stattgefunden. Und ja, willkommen in Petersburg. Dann schauen wir mal, was hier so gibt. So. Na. Ja, die Musik finde ich so geil. Jetzt so richtig was Dramatisches hat die Musik hier. So, was haben wir denn da? Komm mir bloß nicht mit einem rostigen Nagel, bitte. Ein langer Nagel. Hey! Ja, warum denn nicht? Wir gehen jetzt einfach hier einmal quer herum. Hier ist ein Riesenloch. Hier könnte man sich hinsetzen. Wunderschöne Bäume. Ich trampel jetzt hier einfach mal durch die Wiesen. Wir gemeinsam trampeln durch die Wiesen. Und alles ist schön. Hier sind die Megakanonen. Okay, das machen wir nicht. Da laufen wir nicht durch. Und ich werde dort mit Sicherheit nicht suchen. Aus Sympathie. Empathie? Sympathie? Keine Ahnung. Ah, hier. So. Also langsam muss ich ja sagen, kriege ich ein Händchen dafür, ne? Also, das geht wirklich so. Sehen, suchen, patz. Funktioniert. Irgendwie. Also das funktioniert schon super. So. Das sieht mir aus wie ein Knopf. Diesen Knopf kenne ich doch. Ein alter Knopf. Das kennen wir schon. Das ist wieder dieser China-Knopf. Wie gesagt, ich gehe hier jetzt einmal außen rum. So. So, die Map. Wie groß ist denn die Map? Warte. Ach, die ist gar nicht so groß. Aber man sieht hier an den Punkten, wo man entlang gelaufen ist. Also ich glaube, wenn man das einmal so querfeld durchmacht, dann... Halleluja. So, hier haben wir wieder was. So, so. Also man ist dann irgendwann schon echt so, da geht man hin, fertig, passt, wunderbar. Ich tippe auf einen Nagel. Flaschendeckel. Sieht mir aus wie ein Flaschendeckel. Flaschenverschluss, richtig. Wunderbar, einen Müll habe ich gefunden. Na, wir kreisen das jetzt immer so ein in der Map, so huiuiui. Hoppala, hier bin ich irgendwo beigelaufen. Wunderbar. So, hier nicht. Ist hier irgendwo? Ja. Zurück. Hier. Nein. Nein. So, hier. Und? Hallihallo? Wenn ich nicht so unruhig wäre. Na, ich bin irgendwie total, man merkt das selber. Ich bin irgendwie total unruhig. Die ganze Zeit. Das ist irgendwie blöd. So, was haben wir denn hier? Patrone, eine Hülse, kann das sein? Patronenhülse? 9 mm? Ja. Ach, die kennen wir noch gar nicht, seht mal an. Das ist ohne Zweifel eine Hülse für eine 9x19 mm Patrone, auch bekannt als 9 mm Parabellum oder 9 mm Luger. Entworfen 1902 in Deutschland für die Luger-Pistole, erlangte sie sehr große Popularität nach dem Ersten Weltkrieg. Heute ist es die bekannteste Patrone für Pistolen und Maschinenpistolen, stimmt. 9 mm hört man überall. Die vom Militär und Sicherheitsdiensten auf der ganzen Welt verwendet. Ja, das ist richtig. Na, der Woggy kennt mal was. Uhu.
So. Hier gibt's wieder was. Und bin also langsam aber sicher, werde ich so ein richtiger Profi. Ich glaube, in 3 Folgen ist das Spiel aus. Da bist du durchgespielt, wenn das so weitergeht. Ein alter Anne-Knopf. Ach, ist das nicht schön. Den kann man in den Müll schmeißen. Aber man kann ihn verkaufen. Warum nicht? Man verkauft ihn und dann ist gut. So. So. Hallo. Hallo. Es klingt immer noch wie mein Wecker. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. So. Was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, was ist es? Metallverschluss, ja, schön. Toll. Danke. Für nichts. So. Oh. Na, also man muss wirklich bloß. Es passiert ja nichts, ne? Man kann hier nirgendwo runterfallen oder sowas. Also man ist wirklich so, wenn das einmal piepst, man nimmt seinen Metalldetektor in die Hand und läuft einfach. Mehr macht man nicht. Man läuft einfach. Sieht aus wie ein Nagel. Uhu, ein Nagel? Ja, wollte ich schon immer mal haben. Ein Nagel. So, hier können wir noch beim Foto machen vorbeigucken. Hallo. Foto. So. Wunderbar. Mal ein schönes Foto gemacht. Update der Website. Mache ein Foto von dem Kanon. Bla bla bla. Wunderschön. So. Ich glaube, wir sind jetzt hier auch angekommen. Genau, wir sind hier einmal im Kreis gelaufen. Das heißt, wir werden jetzt weiter in die Mitte reingehen, ungefähr auf dem. Hört ihr das? Ich bin Profi. Also ich bin richtig Profi. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Könnt aufhören, deinstalliert das Spiel, fertig. Aber nochmal zum Preis. Also ich glaube 11 Euro kostet es. Ja. Kann man ausgeben, warum nicht? Mann, man hat jetzt hier schon Spielspaß, ne? Gut, ihr nicht mehr, weil ihr schaut es bei mir an. Aber gut, man soll ja das spielen, was einem gefällt. Also, da hoffe ich bei dem digitalen Detektor, dass es dann da wirklich, dass ich gerade ausschauen kann. Wenn das die ganze Zeit so ist, ist das irgendwie nicht so das Wahre. Ein Nagel. Den habe ich mir unter den Nagel gerissen. So. Und weiter geht's. Ih, das habe ich gar nicht gesehen hier. Und weiter geht's hier. Ja. Alles klar. Piep, 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 piep. Und Krabben. Und 1 und 2 und 3. Ein Karabiner. Yes. Also das andere scheint irgendwie sehr schwer zu finden zu sein. Legendary oder diese Machete oder Muchete oder Mochete oder was man da braucht. Und noch ein Foto. Ich drücke mal P. Warum drücke ich denn P? Es gab bestimmt, sag ich mal, irgendein Spiel mit P. Wo es 100% das mit P gab. So. Ach, das muss für euch, das muss das so cool aussehen. Hallo? Hm. Aber ich schau mal so. So, was haben wir denn da Schönes?
Ein Metallverschluss. Ah. Also, die Auswahl könnte auch ein bisschen mehr sein. Da wäre ich jetzt gar nicht so böse darüber. Hier ist doch irgendwo was vergraben. Gib's doch zu. Ist doch irgendwas. Anscheinend nicht. Hm. Ich will nicht immer umherreisen, Mensch. Was soll denn das? Na, jetzt laufe ich schon weiter hier in der Mitte. Jetzt laufen wir wahrscheinlich die ganze Zeit im Kreis. Mich würde es nicht wundern. Definitiv nicht. Ja. Wo ist er? Größer ist es ja nicht. Gut, ich bin hier drüben. Hier muss ich sagen, nicht im Gras gelaufen. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Nicht, dass wir hier eins vergessen. Hallo? Seht ihr? Hier haben wir eins vergessen. So. Nein. So. Oh ne. Das piepst fürchterlich. Piepst so fürchterlich. Hallo. Hallo. Ich bin so nervös, merkt ihr das? Bibidi bip, bibidi bip, bibidi bip, bip, bip. Bidi bip, bibidi bip, bip. Was haben wir denn da? Eine Sicherheitsnadel. Nein, eine Metalllasche. Ach, wie schön. Wollte ich schon immer mal haben. Was macht die Map jetzt? Bin ich eigentlich hier? Was? Und fast fertig? Kann doch nicht sein. Ich habe eine. Was? Auf dem Schlachtfeld? Ja. Aber das habe ich noch gar nicht gefunden. Aber ihr seht das selber, ich habe die Map. Die ist ja fast weg. Gut, man könnte jetzt hier im Kreis laufen. Hier so. Und schauen, also, dass man das wirklich so abrattert. Weil irgendwo. Hm? Ja, irgendwo muss ich ja bestimmt irgendwo was vergessen haben. Das gibt's doch nicht. Hallo? Jetzt laufe ich hier doch drüber. Wir sehen das alle nicht. Hm? Muss ich hier doch entlang laufen? Aber irgendwie hätte man anscheinend in Pattysburg. Mann. Oh, hallo? Hier unten. Okay. Also vielleicht muss man da auch zurück, wenn man dann besser, so einen besseren Detektor hat oder so. Weil das ja auch irgendwas mit Tiefe zu tun hat, habe ich ja vorhin gelesen. Jetzt weiß ich auch, was das heißt. Und dann würde ich sagen, dann hören wir an der Stelle einfach mal auf. Ich gehe zurück ins Büro und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Treasure Hunters Simulator. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut und haut rein.